Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge hier aus Minecraft Dungeon. Ja, hier sind wir stehen geblieben. Dort ist noch ein Apfel hinuntergefallen, sehe ich gerade. Wunderbar. Wir waren hier vor dieser großen Halle und gucken heute mal weiter, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Dort vorne laufen auf jeden Fall schon jede Menge Creeper und Bogenschützen rum. Die könnten wir eigentlich mal vom Weiten entfernen. Dann haben wir da keine Probleme, denn warum sollten wir uns den Stress machen und dorthin laufen? So, du bekommst mich nicht. Wunderbar. Was haben wir hier? Oh, goldene Karotte. Boah, nice. Das ist ja mal richtig nice. Ich hätte ja schon mal das rohe Kaninchen eigentlich mal braten können. Hier haben wir noch ein Feuerzeug drin. Wir haben jede Menge Sachen hier, die wir meistens gar nicht so wirklich brauchen. Zum Beispiel die Knochen. Ja, was können wir denn nochmal? Ein Holzschwert könnte ich mir auch jederzeit craften. Ich habe jede Menge Holz, um ein bisschen Platz zu schaffen. Ich nehme die goldene Karotte mit. Ich habe noch nie eine goldene Karotte gegessen. Ich weiß nicht, wie lange sie anhält und was für Effekte sie hat. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist dort oben irgendwas in dem Spender? Nein, leider nicht. Hätte ja sein können. Seit den letzten bin ich mir da etwas unsicher. Deswegen gucke ich lieber zweimal. Oh, da haben wir noch einen. Na komm. Headshot. Und tot. Wir haben ein Steinschwert. Wow, das ist nice. Tausche ich gleich um. Ja, Steinschwert ist wunderbar. So, dann haben wir hier eine Tür und dahinter sehe ich auf jeden Fall eine Schatztruhe. Könnten wir hineingehen, aber ich gucke auch noch mal zu der anderen Seite. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Hier sieht es irgendwie aus wie ein Opferungsaltar. Dort ist auch eine Schatztruhe. Okay. Dahinter, da sehe ich auch noch eine Tür. Da könnte man auch noch, was haben wir hier? Okay, da ist auch irgendetwas. Wow. Ja, komm mal hier. Dich nehmen wir doch auch gleich mit. Oh mein Gott, Buch und Feder. Ich höre jede Menge Zombies. Ich weiß zwar nicht, wo sie sind. Okay, Trank der Heilung. Na, wir haben echt keinen Platz mehr. Ist das Problem. Mal gucken, was ich hier loswerden kann. Ich denke mal, Öfen, wie ist das? Es ist echt schwierig, sich hier von irgendetwas zu trennen, aber es muss jetzt sein. Ich lege die Schutzrüstung ab und werde dafür den Trank der Stärke mal mitnehmen. Trank der Regeneration, Buch der Feder, Buch und Feder. Buch der Feder gibt es glaube ich nicht, aber das Federbuch gibt es auf jeden Fall. Und dort steht drinne Tismays Buch der bösen Taten. Schreckensfürst, Geistesgestalt und Wandler. So hört man die Leute schreien nach ihm, wenn sie ihn tagsüber begegneten. Drum hielt sich Tismay meist auch nachts draußen auf. Doch die Dunkelheit und die Einsamkeit machten ihn wahnsinnig. Eines Tages starb er in mittlerem Alter. Seit diesem Tag an erzählt man sich, dass Tismay als Doppelgeistgestalt in einer Parallelwelt weiterlebt. Doch beweisen konnte dieses niemand. Okay. Anscheinend ein interessanter Knabe, dieser Tismay. Ja. Böse Gestalt. Und was ist hier? Hier ist Tismays Grab. Okay. Oh ja, mal einen niceen Kuchen. Goldenen Apfel. Und noch ein Schalter. Das heißt, wir können in jede Tür hinein. In diesen Raum, ohne uns etwas weiter zu craften. Und ich glaube, ich habe böse Ahnung, was das hier bedeutet.
dieser Schalter. Ich werde ihn mal umlegen, aber ich glaube, ich werde mal meine Waffe zur Hand nehmen. Okay, ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, was mir hier blüht. Ah ja, ich hab's mir fast gedacht, Leute. Ich hab's mir fast gedacht. Hier ist Tis die Geistergestalt und was ist das andere? Sein Bruder oder sein Geist oder sowas? Oh mein Gott. Ja, komm schon. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Den müssen wir doch. Ja. Muss ja erstmal weg. Ja, Mist. Er hat mich sowieso. Ja, wunderbar. Na gut, dass wir gleich wieder hier am Anfang sind. Kurz checken, kurz checken, kurz checken. Okay. Wir müssen ihn einfach nur irgendwie umhauen. Verdammt, ist der stark. Was habe ich da wieder gebaut? Ah. Na gut, na gut, na gut. Zur Not hätten wir ja noch das Steinschwert. Ich weiß nicht, kann der sich regenerieren oder so? Ich bin gleich schon wieder tot. Ja, nice. Glaube, ich sollte vielleicht mal irgendwas zu mir nehmen. Ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Nein, das schaffe ich leider nicht mehr. Oh mein Gott, da kommt noch ein Zombie. Na super. Muss mal die ganzen Sachen wieder einsammeln. Hopp. Irgendwie gerade ein bisschen. So. Ich habe da eine Idee. Oh nein, Mann. Warum kommen denn gleich immer so viele Zombies und allen Kram von allen Seiten? Ja, super. Hier ist alles voll. Hier ist überall alles voll. Ja, immerhin. Immerhin. So, Leute. Vergiss es. Okay. Nein. Ich habe schon mal einen guten Save Point gefunden. Mit Glück. Okay. Was können wir nehmen? Was können wir nehmen? Was können wir machen? Wir setzen uns auf jeden Fall erstmal die Rüstung, legen wir uns an. Ja, weil. Ich würde sagen, Trank der Stärke haue ich mir auch rein. Den lege ich mir bereit. Ja, wahrscheinlich. Da campen sie alle. Hallo? Ich habe keine fucking Pfeile mehr, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Super. Ich habe nicht darauf geachtet, ich habe gar keine Pfeile mehr. Ich würde sagen, ich stecke hier mitten in der Zwickmühle. Das ist ja wieder richtig geil. Aber so nicht, Freunde. So. Ich habe ein paar Pfeile. Dann werde ich erstmal Tismay abschießen. Und da habe ich den Tismay. Oh, da habe ich keine Pfeile mehr. Mist, wir hatten so viele Pfeile, die haben wir alle gar nicht verbraucht. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Es ist so aufregend. Ja, es ist so aufregend. Weg damit. Wahlen kann ich nicht gebrauchen. Alle schlechte Items. Save Point. Bitte jetzt nichts von hinten. Danke. Okay. Dann packen wir die ganzen Sachen hier erstmal rein. Was wir nicht so brauchen, ist sowieso alles durcheinander. Okay. Aber wo ist der andere hin? Der andere Tismay. Ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht getötet. Hier sind unsere ganzen Pfeile. Dann können wir gleich nochmal ein Stück von dem. Der schmeckt bestimmt auch einigermaßen gut. Irgendwer hat schon ein Stück geklaut. Naja, macht nichts. Okay, wir gehen nochmal voll in die Offensive.
Ja, da haben wir noch ein bisschen Schaden davongetragen und jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft. Aber der andere Tismay ist irgendwie verschwunden. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Es ist ein Rätsel. Tja, aber irgendwie habe ich den einen oder anderen von ihnen auf jeden Fall umgebracht und das ist schon mal ganz gut so. Hier haben wir noch die Äpfel, die nehme ich gerne mit. Und dann werde ich hier mal überflüssige Sachen hineintun. Genau, den Helm kann ich nochmal anlegen. Ja, das war wieder ganz schön eine riskante Nummer von mir, die ich hier abgezogen habe. Aber wir haben es ja doch irgendwie geschafft. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge und dann schauen wir mal die umliegenden Räume an, was dort so verborgen ist. Also schaltet wieder ein und macht's gut.